Hallo und willkommen zurück zum Maschinenraum in Let's Play Space Station Silicon Valley. Die nächste verfügbare Mission ist eine meiner absoluten Hassmissionen früher gewesen. Eine der ersten Missionen, in denen ich wirklich festgehangen habe. Der Maschinenraum. Hierfür brauchst du eine Keycard. Die Sensoren orten ein Objekt in den Händen eines toten Humanoiden. Vielleicht einer der Professoren der Station. Achte auf die verrückten Bären. Finde die Keycard, aktiviere die Brücke und öffne die Sicherheitstür. Hier fangen wir jetzt übrigens, wenn man es noch nicht gemerkt hat, an der Stelle an, wo ich mich frage. Wirklich? Ab 0 Jahren? Also, sobald wir an dem Punkt sind, ein toter Humanoide ist im Regelfall der Punkt schon erreicht, wo sämtliche Jugendschützer aufschreien, ah, das können wir nicht tun, zensiert das sofort komplett raus. Und hier ist es einfach komplett akzeptiert und ab null einfach wahrscheinlich deswegen, weil es ja alles ein bisschen dämlich aussieht, sozusagen. Ist ja grafisch nicht gerade das hochwertigste Spiel. Selbst für N64-Zeiten ist es grafisch nicht gerade hochwertig. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon einen dieser dicken Bären und wir haben den Fuchs auf Rädern mit Warp-Antrieb. Und hier vorne haben wir einen Raketenhund, also wir werden von allen Seiten mit Gegnern zugeballert. Aber gegen die Bären wollen wir garantiert nicht im Nahkampf kämpfen. Wir werden also erstmal den Raketenhund hier vorne mit dem Fuchs ausschalten müssen. Ja, wir sehen, wenn wir nicht den Hund spielen, dann stirbt dieser Hund doch relativ schnell durch Fuchsangriffe, denn wirklich stark gepanzert ist er nicht. Wenn wir vorne diese kleinen Computer zerstören, kriegen wir daraus violette Energiezellen und die werden wir in diesem Level sammeln müssen. Mal wieder. Also, die violetten Energiezellen aus den Computern. Dass wir violette Energiezellen sammeln, ist ja nichts Ungewöhnliches. So, und da vorne haben wir den toten Humanoiden, der scheinbar in Leichenstarre einfach so aufrecht steht. Wach endlich auf, du brauchst etwas Besonderes. Hier vorne haben wir eins von den wohl am schwersten zu durchblickenden Rätseln überhaupt. Ich weiß nicht, wie man darauf einfach so kommen soll. Ich meine, man hat nicht wirklich viel Auswahl, was man sonst tun kann in dem Level, aber es ist irgendwie total schwachsinnig. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal müssen wir jetzt den Bären hier vorne erledigen. Den müssen wir natürlich ein bisschen hinter uns herziehen mit dem Raketenhund, dass wir ihn erschießen können, ohne dass er uns erschlägt. Aber wir schon. Ah, der, er wackelt schon. Das heißt immer, wenn sie wackeln, dass sie schon sehr niedrige HP haben. Man sieht schon, dass er recht viele Schadenspunkte an uns verursacht, wenn er uns denn mal erwischt mit seinem tollwütigen Angriff da. Ja, gucken wir uns erstmal seine ganzen Werte an. Also, Bären, Bio, Typ, Bär, Umgebung, Europa, Fähigkeit A, Nehmen und Werfen, Fähigkeit B, Bären, Tollwut, Wasserresistenz, Dumm, Masse, Groß, Panzerung, Mittel, Stärke, Große, Hubkraft, Zugkraft, Gut, Fallhöhe, Mittel, Produktion, sehr lang, Antrieb, Kohle, Intelligenz, gering. Ja, wir sind jetzt tollwütig. Und wir haben einen interessanten Gesichtsausdruck, während wir diesen tollwütigen Angriff machen. Schaum mit Knopfaugen. Ja, so nennt man diese Kombination, schätze ich. Schaum mit Knopfaugen. Was wir jetzt nämlich machen müssen, um weiter in dem Level zu kommen. Naja, wir könnten noch so deutlich weiterfahren in dem Level, aber um das nächste Missionsziel zu erfüllen, ist erstmal hier vorne diese lustigen Computer zu zerstören. Erstmal muss man also rausfinden, dass überhaupt der Raketenhund diese Computer niederballern kann. Und wir erhalten nebenbei drei von den violetten Energiezellen. Jetzt müssen wir uns den Bären schnappen, den wir gerade eben deaktiviert haben. Und wir brauchen seine Nehmen- und Werfen-Fähigkeit. Denn dieser merkwürdig halb durchsichtige Block, der hier vorne steht, ist in der Tat ein Block, den man mit der Nehmen- und Werfen-Fähigkeit aufheben kann. Auch das muss man erstmal wissen, das erklärt man einem auch nicht einfach so in dem Spiel. Wir kämen mit dem Bären nämlich nicht einfach so auf diese Seite zu dem Würfel rüber, wenn wir da vorne nicht erst mit dem Raketenhund die Dinger aus dem Weg geräumt hätten, nicht deaktiviert hätten. Wir haben sie ziemlich explodieren lassen, also deaktivieren kann man das nicht mehr nennen. Ja, und diesen Würfel müssen wir jetzt hier vorne auf diesen roten Bereich stellen. Sehe ich jetzt nicht so wirklich einen Sinn drin, aber das hat den in Leichenstarre befindlichen Professor nach vorne gefahren. Und wenn wir jetzt zu dem Professor hingehen, dann kriegen wir von ihm die Keycard. Es ist wirklich etwas merkwürdig mit diesem toten Humanoiden hier. Aufgabe erfüllt, du hast die Keycard gefunden. Yay, wir haben dem toten Professor eine Keycard abgenommen. Ich habe die Tür gefunden, hast du gut gemacht. Und überwache, hier kriegen wir jetzt, ja, mal umsonst, ohne dass man eine Kamera gefunden hat, einen Gratis-Trip kurz. Ja, nur dass man es hier einfach als Überwache untertitelt hat, anstatt als Gratis-Trip. So, und wir sehen, wir haben da vorne noch ein Stück Weg hinter uns zu bringen. Da sind zwei Bären, die den Durchgang scheinbar bewachen. Ich schätze mal, da links werden wir die Keycard einsetzen müssen. Und dahinter wird sich wahrscheinlich schon fast das Ziel befinden. Aber es gibt hier noch mehr erstmal für uns zu erkunden, bevor wir uns dahin auf den Weg machen. Nämlich gibt es hier noch einen Gang nach unten und da müssen wir ziemlich dringend durch, denn wenn wir hier nicht durchfahren, dann werden wir einen riesigen Umweg machen müssen. Erstmal gibt es hier unten wieder drei von den Rechnern, die wir zerstören müssen. Also ein weiteres Mal muss man erstmal sehen, dass man die überhaupt zerstören kann, indem man sie abschießt.
sammeln wieder die violetten Energiezellen. Und wir merken übrigens gerade, ich habe vergessen, unseren Punktestand zu resetten am Anfang des Levels. Man sieht also, dass ich ein bisschen in dem Spiel rumgespielt habe. Zwischen der letzten Episode und dieser. Ja, aber was soll's. Wir fahren jetzt nämlich mit unserem Raketenrollhund hier hoch und sehen, da ist ein Schalter versteckt, den man ganz dringend mitnehmen muss, denn der aktiviert da oben diese lustige Brücke, die uns da vorne zum Ziel des Levels führt. Ding, Aufgabe erfüllt, du hast die Brücke aktiviert. Und wenn wir das nicht machen, dann kommen wir zu dieser Brücke hin und merken, wir müssen den gesamten Weg durch das gesamte Level wieder zurücknehmen und das hier unten finden, um diesen Schalter zu aktivieren. Und dann müssen wir wieder durch das ganze Level zurück, um zum Ziel hinzugehen. Das ist eine wunderbare Designwahl, aber naja, ne? Nicht meine. Ich hätte es anders gebaut, denke ich mal. Gut. Wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal mit dem Raketen und hier vorne links durchgehen, denn hier vorne gibt es jetzt noch etwas zu holen. Hier vorne finden wir zum ersten Mal nämlich noch einen neuen Gegner, nämlich eine Ratte. Ja, gehen wir erstmal in die Ratte und gucken uns ihr Bio an. Rup. Typ, Ratte, Umgebung Europa, Fähigkeit A, Giftmine, Fähigkeit B, Biss, Wasserresistenz exzellent, Masse winzig, Panzerung leicht, Stärke schwach, Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe mittel, Produktion sehr kurz, Antrieb Diesel, Intelligenz hoch. Die Ratte ist meiner Meinung nach so ziemlich der gefährlichste und nervtötendste Gegner in diesem Spiel, auch wenn man davon gerade nichts gemerkt hat. Denn die Ratten kämpfen tatsächlich halbwegs intelligent mit diesen Minen. Sie legen sie tatsächlich, gehen dann ein Stück zurück und beißen, wenn man zu nahe kommt. Sie bringen einen meist dazu, in diese Minen reinzufahren und sind einfach klein und deswegen nervig zu treffen. Mit dem Raketenhund merkt man das halt einfach nur nicht, weil der Raketenhund keine Probleme damit hat, Ratten zu erledigen. Solange wir Fernkampfwaffen gegen sie haben, kein Problem. Wenn wir aber selber ein Nahkampftier benutzen müssen, dann ist es wirklich schwierig, die Ratten zu besiegen. Da haben wir übrigens ein Schaf. Mäh. Dieses Schaf ist relativ sinnlos. Wir haben es aber trotzdem getötet. Und da ist noch eine Ratte, die einfach nur dafür da ist, um uns zu nerven. Bam! Erledigt. Wir haben, wie gesagt, wieder nicht viel davon gemerkt, dass es die gefährlichsten, zumindest meiner Meinung nach, Gegner überhaupt sind. Aber naja, gut. Das hat uns trotzdem Schaden gemacht. So, da vorne können wir jetzt mit den Raketen wieder so ein Ding abschießen. Kabam! Und einiges an violetten Energiezellen sammeln. Ja, man könnte auch mit dem Schaf einfach darüber fliegen. Man könnte denken, das Schaf wäre dafür gedacht, um hier vorne rüber zu fliegen und so hier... ich dachte schon, da kommen wir jetzt nicht dran. Und so hier die violetten Energiezellen zu sammeln. Aber nein, man soll in der Tat mit dem Raketen und da vorne das Ding zerstören und die Rampe benutzen, um darüber zu springen. So, und da haben wir noch so ein Ding. Und wupp. Fehlt uns schon nicht mehr viel. Aha, wir haben sämtliche Computer zerstört. Und das hat uns die Trophäe eingebracht, dieses Levels. Tja, aber wo war nur dieser Ort? Wo war die nur versteckt? Tja, wenn wir hier vorne mit der Ratte durch dieses kleine Abflussrohr durchrollen, sehen wir, wir kommen in ein komplett neues Gebiet, nämlich in das, wo gerade die Trophäe entstanden ist. Aha, muss man auch erstmal drauf kommen. Aber sehr schön. Wir haben die Trophäe dieses Levels gesammelt und wir nähern uns so langsam aber sicher auch den 15 violetten Energiezellen. Ja, und wo es jetzt weitergeht, wissen wir ja auch schon. Da haben wir schon einen Überwachentrip hinbekommen. Das Einzige, worauf wir hier oben achten müssen, sind diese komischen Kugeln, die da hin und her rollen. Die machen nämlich relativ viel Schaden. Ja, und natürlich auch die Ratten, die hier rumfahren. Leider sind die Ratten nicht ganz so dämlich, hier vorne reinzufahren in diese Kugeln. Und naja, die Bären sind auch nicht so dämlich, hier vorne in diese Kugeln reinzulaufen und sich damit umzubringen. Das gibt den Bären allerdings auch einen ziemlichen Schwachpunkt, zu dem wir jetzt gleich kommen werden. So, erstmal die Ratte da vorne abschießen. Wir müssen aufpassen, dass uns das bisschen Rückstoß, was die Raketen erzeugt, nicht voll da rein katapultiert in diese Dinge. Aber so schwer ist es auch nicht. Ja, wir sollten jetzt aufpassen, dass die Bären uns... nicht angreifen, während wir in der Ratte sind. Denn das würde uns sehr schnell töten. So, und wenn wir jetzt hier vorne stehen und auf sie schießen, dann merken wir schon... Ja, nicht gerade intelligent, die Kollegen. Denn wenn wir von hier vorne schießen, vor diesen Kugeln, in die die Bären nicht reinlaufen können, nicht reinlaufen dürfen, weil da würden sie sich ja umbringen. Deswegen bleiben sie einfach da vorne stehen und lassen sich gemütlich von uns abschießen. Ja. Programmier-Genius. Beste KI, die ich je gesehen habe. Ja. Den ersten Bären haben wir schon umgenietet. Ich glaube, wir könnten uns auch einfach den Bären nehmen, um den anderen Bären zu erledigen. Wir können auch einfach so an dem Ding vorbeifahren und mal auf die Konsole da vorne schießen, einfach nur um zu sehen. Na, das tut leider nichts, wenn wir da drauf schießen. Wir müssen also wirklich zu der Konsole hingehen. So, jetzt nehmen wir erstmal selber einen Bär. Und dann können wir ihn hinterrücks bam, 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 mit der Bären-Tollwut angreifen. Macht scheinbar nicht übermäßig viel Schaden, die Bären-Tollwut. Liegt aber, glaube ich, in erster Linie daran, dass die Bären einfach gut gepanzert sind. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, fall schon um.
Mein Gott, der hatte doch schon so viel Schaden durch den Raketen und der hat aber noch viel ausgehalten. Ja gut, jedenfalls jetzt, wo wir den Bären erledigt haben, können wir hier vorne zu der Konsole hinlaufen und ding, sehen, dahinter liegen ganz viele große Minen. Und Aufgabe erfüllt, du hast die Sicherheitstür geöffnet. Ja, ich weiß nicht, was diese riesen Landminen da machen, aber gut, die können wir einfach ignorieren. Der Teleporter ist jetzt aktiv und jetzt haben wir hier diese Stelle, wo wir zum Glück schon den Schalter aktiviert haben, um rüberzukommen. Ansonsten wären wir jetzt sehr genervt, wenn wir das nicht getan hätten. So, und dann fahren wir mit unserem dicken Bären hier auf die andere Seite und nehmen den Ausgang aus dem Level raus. Da, 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 da. Ja, kein übermäßig schweres Level, wenn man weiß, was man machen muss, aber es ist teilweise etwas schwierig rauszufinden, was denn genau zu tun ist. Ja, Dan, du hast wieder nichts Sinnvolles getan, wie du auch für das restliche Spiel nicht tun wirst. Das nächste Level ist der Berg des dicken Bären. Das frustrierendste Level des gesamten Spiels, denn es beinhaltet einen gigantischen Fehler. Zu dem wir beim nächsten Mal kommen werden. Ja, wie gesagt. Ein Fehler, der leider das ganze Spiel ein bisschen ruiniert, um den man aber rumarbeiten kann. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!